Hallo! Gibt ja viele schlechte Indie-Horror-Games. Was machen wir mit denen? Katja? Genau. Aber Leute, solche Spiele wird es hier heute nicht geben. Denn der liebe Corrupted, mein Traum, Mann. Wirklich. Hat gestern ein Video hochgeladen mit dem verzückenden Titel Warnung, so gruselig, dass es keinen Spaß mehr macht. Challenge accepted. Also werde ich mir das hier mal kurzerhand von ihm klauen und mich dafür auch mächtig schämen, weil wie jeder weiß, Corrupted hat ja einst die Let's Plays erfunden. Ach nee, das war ja Gronkh. Wir spielen also heute Theater Unrest. Vielen lieben Dank und ganz liebe Grüße gehen raus an den Entwickler, der mir wie immer keinen Key zukommen lassen hat. Ich werde auf jeden Fall nichts von seinem Merch kaufen. Spaß beiseite, Leute, der Typ ist kein Unbekannter, denn er ist der Macher von den Timore Games. Wir erinnern uns. Oder auch nicht. Gab so ungefähr so rund, na, ich sag mal grob 100 Stück davon. Und ich persönlich fand die wirklich, wirklich, naja, kacke. Aber ich habe auch nur die ersten gespielt. Die letzteren sollen ganz gut sein. Man entwickelt sich ja weiter, also ich nicht. Aber Corrupted sagt, das Spiel soll gut sein. Also, das Spiel basiert, by the way, scheinbar auf einer alten Creepypasta, in der es um ein sehr altes Spiel geht, wo man wohl immer und immer wieder versucht, in ein Kino zu kommen. Aber leider das Popcorn alle ist. Oder irgendwie so. Zumindest soll dieses Game wohl so ganz vereinzelt auf Disketten im Umlauf gewesen sein. Einige behaupten sogar, das hat es nie gegeben. Und wiederum andere, die meinen, etwas zu wissen, berichten von sehr verstörenden Sachen, die sie in diesem Game gefunden haben wollen. Es gab schon mal eins, was behauptet, genau dieses Spiel, worum sich die Creepypasta dreht, zu sein. Das hier ist so eine Art Pepsi-Light-Version davon. Let's go. Ziehen wir es uns rein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dieser Moment, wenn man sich freut, dass am Ticketschalter keine Schlange vorzufinden ist, man dann aber realisiert, wie kacke doch der Film dann sein muss. Was? Take a ticket? Ja? Schon wieder Black Friday? Oh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich stehe auf so lebensbejahende Werke, nicht wahr? Die wird auch noch die Karriereleiter von Komparse zu Hauptrolle ganz nach oben klettern, meine lieben Zuschauer. Guten Tag, Sir. Möchten Sie meinen Hut haben, Sir? Das ist so wie, wenn eine Mutter ihr Kind fragt, du hast aber nicht Cola getrunken, oder? Nein, Mutti, wie kommst du darauf? Okay, Mr. Playmobil, dann wollen wir die Abenteuerreise mal beginnen, nicht wahr? Thank you. Please, enjoy the movie. Okay, du hast mir überhaupt nichts zu sagen, ja? Verpiss dich, du! Das ist so einladend. Ich bin überwältigt. Ist es eine Cutscene? Ey, dieses Spiel ist so ruhig. Das macht mich etwas nervös. Das ist das Symbol von meinem Film gerade. Soll ich mir das merken? Muss ich mir das aufschreiben? Dreckig. Dreckige kleine Fliege. Eine ungeborene Realität. Boah, aber dieses mega lyrische Englisch ist sehr schwer wirklich zu übersetzen. Das macht halt noch weniger Sinn. Die Frage ist halt immer, die ich mir bei so Horrorgames stelle, die diese Art von Szenen beinhalten. Will es Deep sein oder ist es Deep? Here we go again. Same procedures every year. Wither. Ich hätte erst gedacht, vielleicht sind das irgendwie die sieben Todsünden, nur vielleicht etwas abgewandelt, aber... Was? Oh, ist sie eklig. Irgendwas hat geflüstert. Ihr wisst ganz genau, was meine Schwäche in Horrorgames ist. So ein Psst, was von der Seite kommt, das finde ich so eklig. Da stellen sich mir alle Haare auf und alles stellt sich auf, was ich aufstellen kann. Und ich sag euch, davon gibt's nicht viel und das passiert äußerst selten. Hallo. Na, lieben Sie Ihre Arbeit auch so? Thank you. Please enjoy the movie. Der hat das gerade in einer anderen Stimmlage gesagt, ne? Also ich meine, er war noch nett. Ich frag mich, ob ich mir das Gleiche anschaue. Aber FNAF-Fans sind das ja gewohnt. Got him. Da sitzt einer. Saß der im ersten Durchgang schon da? Ich weiß es nicht. Da passiert gleich irgendwas, oder?
Sind das die gleichen Symbole? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin gerade maximal verwirrt. Nein, es ist was anderes. Das Gedicht geht weiter. Es geht um eine Fliege. Aber das ist ja obviously irgendwie nur eine Metapher. Du sitzt, aber es gibt keinen Stuhl. Hast du bemerkt, dass deine Tasse, die dein Trinken hält, nichts beinhaltet? Exakt, wo ist mein Kaffee, Igor? Ja? Heute geschlossene Gesellschaft? Ich kann doch nicht zu dem ambitionierten Dude ohne ein Ticket kriegen. Der bekommt einen Herzinfarkt, Alter. Der weiß sonst nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll. Was ist das? Was war das? Was passiert? Ja? Oh, bin ich anmaßend heute. Irgendwelche Damen, die sich hier umziehen gerade? Ich komme jetzt. Das kann man auf sehr vielen Ebenen falsch verstehen. Ich habe was gehört. Dreh ich irgendwie durch? Was? Lurk. Wer lurkt? Wer beobachtet mich? Aus den Schatten heraus. Oder aus den Bädern? Dahinter sitzt die CIA, Alter. Ich hab's gewusst. Hallo, Agent Smith. Hallo, Agent Miller. Hallo, Tante Bertha. Oh nein, es wird immer schlimmer. Oh! Nein! In Horror-Games mag ich keine Stöckelschuhe, sonst finde ich sie entzückend. Aber das ist jetzt ein richtig falsches Timing. Okay, mal schauen, wie seine Laune ist. Thank you. Please enjoy the movie. Okay, dem steckt die letzte Zigarette noch ein bisschen quer im Hals. Aber ist noch okay. Dann doch hier lang. Ich wollte es mir eigentlich verkneifen. Passiert da hinten irgendwas? Ich geh mal nachschauen. Okay, hab nachgeschaut. Das ist genauso langweilig. Gut, dann gehen wir jetzt mal dahin, wofür wir gekommen sind. Der Typ da macht mich echt nervös. Ist das jetzt wieder das gleiche wie zum Anfang? Nein, sie sagt was anderes. Hast du deine Augen verlassen? Du nimmst einfach so an, was dir gegeben wurde. Ein namenloses Schwein. Ach komm. Ein namenloses Schwein sieht mehr an seinem Essen als die ziellose Sicht. Ich kann euch da nicht helfen, Leute. Ihr müsst das für euch selber übersetzen. Das ist mir halt alles irgendwie zu krass. Ich bin mega gespannt über das Spiel. Oh nein, mach das nicht so offensichtlich, bitte. Ich bin Fan von dem Subtilen und dem Mittelmäßigen. Meine Zuschauer wissen das schon. Du musst es mir jetzt nicht so eindeutig aufs Butterbrot schmieren. Nein, 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 das ist eklig. Ich möchte den nicht. Ich möchte nicht sein Freund sein. Ist mir egal, wenn er sonst keiner hat. Muss er sich einen Kopf machen halt. Es sei denn, er kauft meinen Merch. Dann ist er mein Freund. Ich muss das anders machen, ne? Ich nehme einfach mal nichts. Mal schauen, was passiert. Das macht mich jetzt hier vollkommen perplex. Ich bin etwas überrascht, dass es auch hier irgendwie animierte Figuren gibt. Ich dachte, das Spiel wäre so... Blödsinn! Oh Gott! Simpler aufgebaut. Das war richtig gutes Timing. Ich habe kein Ticket, Sir, es tut mir leid, aber ich muss diesen Film sehen. Nein, Mutti, wie kommst du da rein? Nein, sie sind nicht beeindruckend. Geben Sie sich keine Mühe. Okay, ich habe mega Angst vor Ihnen. Ich gehe jetzt durch. Okay, wow, Alter. Da wird nochmal schnell der Bizeps ein bisschen angespannt seitlich. Da ist kein Vorbeikommen möglich, Leute. Da musst du schon mit Bulldozer auffahren. Sonst kriegst du den da nicht weg. Der nimmt halt seinen Job sehr ernst. Beförderung. Nein, Mutti. Mein Eintrittspreis war der Jumpscare, den ich gerade abbekommen habe. Darf ich dann jetzt das Ticket nehmen, gefahrlos? Oder wollen mir dann wieder irgendwelche Irren am Schlawittchen packen? Alright, keine Irren mehr da. Da fühle ich mich doch wie zu Hause. Da bin ich der König in diesem Reich. Was ist das hier für ein Raum? Gibt es hier irgendwas?
Es gibt gar nichts. Halt, die Umgebung ist auch irgendwie so verstörend. Alright, bitteschön. Klingt jedes Mal ein bisschen verzerrter, ey. Die Symbole waren vielleicht so 7, 8 Stück oder so. Das heißt, es gibt vielleicht 7 bis 8 Filme. Ich bin mir nicht genau sicher. Aber ich weiß, dass dieses Game circa eine halbe Stunde geht, so insgesamt. Nicht allein. Wo ist mein Freund hin? Oh, da ist er! Nein! Ich möchte kein Eis kaufen! Oh, Mann. Boah, das war gut. Also wenn das Game schlecht wird nachher, dann ist auch Corrupted schuld, so, ne? So oder so. Ihr wisst Bescheid. Oh, da ist sie. Passiert jetzt was mit ihr? Bitte nehmen Sie das Ticket. Boah, ich weiß nicht. Ich denke mal, ich probiere das einfach aus alles, oder? Sorrow. Oh, Alter, hab ich Gänsehaut. Boah, war das gut. Irgendwas passiert da noch, ne? Geht es um mich? Bin ich irgendwie damit gemeint? Also, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Sie bleiben da stehen und eingesperrt, ja? Nein, Seth, sie hat auch Rechte. Wir leben in 2019, nicht mehr im Mittelalter. Ja, schon gut. Einer geht noch rein. Please enjoy the movie. Oh, ich gebe mir die größte Mühe. Wenn es nicht immer so langweilige Schinken wären. Spielt doch mal was von Spielberg. Oder Seth. Oh, Mama. Oh Gott. Ah! Alter, der macht mir mega Angst. Ich guck nicht mit dem Film an. Der fasst mir an mein Höschen, Alter. Okay, ich guck mit dem Film an. Aber Finger weg, bitte. Bald sie bei dir. Kannst du selber bei ihr rumpoolen. Oh nein. Ich sehe hier halt auch überhaupt gar nichts. Ich dachte, da wäre er gerade. Touching you, ja, das habe ich mir gedacht. Oh Mann, ich wollte es doch nicht. Warte, da war die Frau gerade drin, oder? Oh, was ist das für eine kranke Scheiße, Alter? Da war so eine Tür. Ist das das Ende? Es ist alles dunkel. Wir haben eine Taschenlampe. Warum habe ich die mit? Evil. Ich möchte hier nicht lang. Da begrabst mich irgendwas. Oh, du stehst doch da? Ein ganz feines Mädchen bist du. Never mind. Alter, war das ekelhaft. Da rübst die hier einfach rum. Ich glaub's nicht. Oh Gott. Das ist ja krank, Alter. Ich hab mega Gänsehaut. Was spiele ich hier? Warum ist das so ruhig? Das macht mich fertig. Ich blende jetzt hier extra keine Sounds ein. Oh. Du bist auch richtig Fan von Nachtschichten, ne? Du nimmst sie alle mit. Thank you. Please enjoy the movie. Du schläfst dann auch nachher in Saal 1. Aber nimm die am besten nicht mit. Die ist irgendwie ein bisschen zickig heute. Die Bestrafung folgt auf dem Fuße. Ja, Seth, der liebe Gott, er hört deine Worte. Ich glaube nicht, dass der liebe Gott an diesem Ort hier ist. Ey, ich habe Angst. Ich möchte nicht weiter. Ah, aber ich muss. Nein. Sie kommt. Oder kommt sie nicht? Ich weiß nicht, was passiert. Vielleicht will das Spiel auch, dass ich mich umdrehe. Vielleicht sollte ich das nicht tun. Vielleicht werde ich sonst überrascht. In meinem Höschen. Oh no. Der dreht sich gleich um, oder? Okay.
Mit chillen, ja? Hast du es gesehen? Nein. Das sagt mir nichts. Oh, The Fool. Ja, den habe ich gesehen. In der Tat. Zwei Plätze vor mir. Nein, ich fasse das nicht an. Ich fasse das nicht an, Mama. Ja, genau deswegen. Dreckige, verkrüppelte kleine Fliege. What the heck? Das ist aber geil, also. Selbst wenn das Gedicht an sich keine Bedeutung hat, macht es viel für die Atmosphäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Take a ticket or leave it, hat sie gerade gesagt. Ich wollte gerade sagen, ich warte nur darauf, bis sie irgendwann mal sagt, don't take the ticket oder sowas in der Art. Ach, don't leave it, sagt sie, okay. Was passiert aber, wenn ich es nicht nehme? Hahaha. Ich cheate, Alter. Damit haben die nicht gerechnet. Oh, damit habe ich gerechnet. What? Danke sehr. Nee, das war wirklich klasse. Oh no. Oh no, oh no, oh no. Das Spiel ist böse auf mich. Ich habe das Ticket nicht genommen. Ich komme nicht rein, oder? Na, alles in Ordnung, Dude? Nein, ne, ich habe kein Ticket, Mom. Warum funktioniert die Welt hier nach auch den gleichen simplen Regelungen wie die da draußen, Mann? Aber kann ich das jetzt noch nehmen? Ja, kann ich. Rebirth, Wiedergeburt. Death. Wither. Lurk. Maint. Sorrow. Er zählt alle Filme auf. Evil. Rebirth. Nicht alle. Da fehlt noch einer. Stop it. Das ist ja schlimm, ey. Aber es macht noch Spaß. Corrupted hat euch gelogen. Clickbait, Leute. Clickbait. Oh nein. Was ist denn so lustig? Was macht der da? What? Ey, mein Film! Alter, er hat da richtig am Cola-Automaten rumgepult. Der war sackig. Ich wollte der Light! Okay, kein Ticket. Bin ich jetzt wieder am Anfang? Die ist nicht hier drin. Ich bin nicht am Anfang. Das sollte passieren. Ich dachte, er hat mich jetzt hier rausgeschmissen. Ja, ich habe kein Ticket, Mann. Da war halt ausverkauft. Kann ich trotzdem? Ich nehme auch nicht so viel Platz weg. Ich habe zarte Hüftchen. Nein? Okay. Naja, gut. Dann freunde ich mich mal an. Vielleicht kriege ich aus ihr ja eine bessere Laune raus. Oh Gott. Vielleicht kriegt sie aus mir ein paar Schreie raus. Wiedergeburt schon wieder, ja? Der war so klasse, den möchte ich mir nochmal angucken. Vor allem die Stelle mit dem Kohleautomaten, die fand ich formidabel. Oh mein Gott! Nein! Nein, 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 fass mich nicht an! Fass du mich doch nicht alle an! Wie soll ich dir denn entkommen? Ich bin nicht so schnell. Ich bin darauf nicht eingestellt. Okay, warte mal, wir probieren das nochmal. Das hat sie gerade nicht gemacht. Ich bin gar nicht gestorben, oder? Das sollte passieren. Das ist alles Teil des Plans. Ich bin Teil dieser Inszenierung hier. Ach, so ist das. Na dann. Kommst du mir jetzt scheinbar nicht hinterher? Oder? Ich würde nicht drauf wetten. Oh. Bitte nicht? Oh, wow. Wow. Ah! Ah! Gut. Du guckst natürlich zurück eigentlich. Halt, wie berechnend das ist. Oh no. Ich mag es nicht. Aber das macht Spaß. Also, horrormäßig ist das so gut gemacht. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, gameplay-technisch gibt es halt nicht viel dazu. Aber das ist ja egal. Was nicht egal ist, bist du. Und deine Aufdringlichkeit. Du hast keine Manieren. Ey, das macht mich fertig. Darf ich jetzt endlich mal den Film sehen, oder was? Wehe, die Werbung ist schon vorbei. Sie ist viel zu schnell. Ich drehe dich um, weil
vorbei. Dankeschön, Mr. Sir. Da war diese Frau und ich mag sie nicht, aber sie mag mich scheinbar sehr. Alter, ich raste aus. Thank you. Please, enjoy the movie. Du hast Hunger, oder? Dein Magen rumpelt! Ich will nicht. Ich will das alles nicht mehr. Das ist vollkommen krass, Mann. Also ich gehe einfach geradeaus. Ich drehe mich nicht um. Ich weiß nicht, wie sie funktioniert oder ob sie funktionieren soll. Ich glaube, das ist so alles gescriptet hier. Ach was. Ist Star Wars Episode 9 so schlimm, ja? Oh, gut zu wissen. Weh, ich stehe jetzt wieder vom Ticketschalter. Oh, okay, gut. Nee. Klasse Witz, doch. Nee, wirklich. In der Tat, ein Brüller. Wollen Sie auch? Ich habe das letzte Ticket erwischt. Sie können es mir abkaufen. Oh, Alter, ist das krass. Ist das krank. Ich habe gelernt aus meinen Fehlern. Ja. Jetzt ist das Geschrei wieder groß. Jetzt hör auf zu heulen da. Stell dich beim nächsten Mal bitte früher an. Boah, das ist so eklig, dieses Geräusch. Stop it. Wie so eine Säge, die so über die Zähne. So, oh, ganz schlimm, ganz ekelhaft. Thank you. Bitte. Please enjoy the movie. Oh ja, und die nette Gesellschaft, nicht wahr? Nein. Danke. Oh, der hört auf mich. Zum Glück habe ich so schnell reagiert. Oh, komm. Oh mein Gott. Also das ist jetzt witzlos, komm. Ich werde Rebirth nie sehen. Fragt mich nicht, wie der war. Was ist denn jetzt hier? Hier ist doch wieder nichts. Ich kann mich überhaupt nicht orientieren. Ah, oh Gott. Danke sehr. Ja, ist doch gut. What? Ey, es hat ja eine Weile gedauert, dass mir ein Spiel wieder so Angst gemacht hat, ne? Boah, ich hab Gänsehaut. Das Sounddesign ist genial. Ich weiß nicht, ob das so wirkt. Aber spielt das nur selber. Das ist schlimm. Ich hasse dieses Geräusch. Please enjoy the movie. Nein, ich möchte nicht. Ich gehe nicht da rein. Ich gehe mir jetzt den Film angucken. Ich will nicht wissen, was passiert. Nein. Ich habe so eine leise Ahnung und ich will es nicht ausprobieren. Oh, hier rein? Was denn? Oh mein Gott! Wer kommt da? Ey, ihr kranken Schweine! Lasst mich jetzt den Film sehen! Das ist ja wie Folter, das Spiel! Why won't you look at me? Was? Also, wenn ich ehrlich sein soll, da fallen mir wirklich diverse Gründe ein. Aber ich bin wohl erzogen und äußerst höflich, deswegen werde ich sie dir nicht direkt in dein sogenanntes Gesicht sagen. Thank you. Bitte. Please enjoy the movie. Boah, ey. Es gibt irgendwie keinen neuen Eingang. Warum habe ich damit nicht gerechnet? Why? Oh, der ist nicht mehr da. Was? Schichtende? Oh, jetzt mal schauen, ob wir hier vielleicht durchkommen. Oder ob uns irgendwelche Vibesbilder wieder davon abhalten wollen. Ah, bis jetzt sieht's gut aus, Leute. Wir kommen voran. Wir sind frohen Mutes. Sorrow. Der Hoffnungsexpress kommt. Piep, piep. Ja, darf ich denn mal? Nein, ich möchte auch kein Eis noch. Was ist das denn jetzt hier? Oh, das ist ein Sitz für mich. Oh, ich. Wow, also Privatkino. Meine Güte. Ich weiß ja, ich bin bekannter Influencer, aber das wäre doch wirklich nicht nötig gewesen. Lol. Die Messer sind fast aus deinen Augen raus. Leck die Wunde. Leck die Wunde, bevor sie sie lecken. Boah. The glass is open. Your prison is in
Also stellt mir bitte keine Fragen um die Bedeutung des Ganzen, weil das kann ich nicht beantworten. Warte mal, er? Warte mal, was? Jetzt bin ich noch mehr verwirrt als vorher. Hä? Rebirth. Thank you. Please enjoy the movie. Thank you. What? Please enjoy the movie. Thank you. Please, oh Gott. Enjoy the movie. Demons. Das ist so abgefahren, Mann. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert. Thank you for your contribution. Ich kann mich nur zurücklehnen und die Show genießen. Was war das? Waren das Charaktere aus anderen Games so? Wie gesagt, ich habe nicht sehr viel von ihm gespielt. Also die Timore-Sachen zumindest nicht. So ein paar Indie, also ein paar andere Sachen halt schon, davon unabhängig mal. Boah! Das überfordert mich, aber halt vom Horroraspekt her sehr, sehr gut gemacht. Also Corrupted hatte da auf jeden Fall nicht die Unwahrheit erzählt. Das ist auf jeden Fall sehr genießbar hier gewesen. Gut, gameplay-technisch war es jetzt sehr, sehr uninteressant. Das ist aber auch klar. Das ist aber auch nicht der Anspruch so. Sondern halt einfach die Wirkung und halt irgendwie so ein bisschen so der horrormäßige Kunstaspekt dahinter, wenn man das so sagen möchte. Also, ja, hat sich gelohnt. Habe ich gemocht. Ihr auch? Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, dann weiß ich Bescheid. Ist eine super einfache Art, mich zu unterstützen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein und ciao.